Mensch kurze Zeit lebt. Sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abbauen. Leben und Sterben und Streit. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt. Zeit, dass er geht. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben und Sterben und Frieden und Streit. Weckt sie nicht, bis sie selber sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Weckt sie nicht, bis sie sich schrägt. Guten Abend, Frau Paula. Na, wie wär's mit einer Fahrt in den Frühling vor die Tore der Stadt, gewissermaßen? Geht nicht, Herr Saft, geht nicht. Die Kleine muss ins Bett. Und überhaupt, ich hab was vor heute. Macht nichts, kleine Frau. Vielleicht ein andermal. Schatz beiseite. Ein Wort genügt. Und Saft ist immer für Sie da. Ich empfehle mich. Schlaf jetzt. Schlaf jetzt. Nein, warum? Damit du groß und schön wirst. Warum soll ich denn groß und schön werden? Damit du einen Mann kriegst, später. Warum soll ich denn einen Mann kriegen? Warum, warum, warum? Warum ist die Banane krumm und du schläfst jetzt? Nein, nein. Pass auf, du schläfst jetzt. Und wenn du morgen früh wach wirst, dann kommst du ganz schnell in Muttis Bett. Hm? Ja. Bummidl-Bummidl-Dule sagt, heute treiben wir Schabernack. Heute wird Musik gemacht, einmal nur ist Fadelnack. Bummidl-Bummidl-Dule sagt, heute treiben wir Schabernack. Heute wird
Mensch, wie geht's denn? Ach, pass doch auf, Mensch! Bist du mir? Ich bin schon alter Mann, der Weg kommt, die andere Mann auch mal ran hier! Für Sie! Wertes Fräulein, darf ich wagen, Arm und Geleit Ihnen anzutragen? Ich meine Sie. Ihnen. Ob wir nicht mehr zusammen ausgehen? Na wann denn und wo denn und wann denn mit Jesus? Ich würde sagen, sofort, oder? Ja, was ist denn los, Ines, uns Geschäft? Ja, damit können wir die Oma mit unter den Arsch kommen. Wir sind Paul und uns reiner gar nichts mehr auf. Rutsch mal auf Buckel runter, Mensch. Aber mein Herr, mein Herr, der wird dann gleich die Flinte ins Korn werfen. Er wird der Angst mehr zu holen, Jöre. 13. Wir haben jetzt hier ein bestes Echelchen. Ach, Mensch. Und bloß ab. Grüne Pipe, seid ihr? Tut mir sehr leid wegen vorhin. Aber sehen Sie, der Mensch wird, wie das Leben so spielt. Ich meine, der Rummel und so. Man kann auch zum Luden werden. Gute Nacht. Was war denn Ihr Instrument? Cello. Na und? Nichts. Unbegabt. Aus. Ist denn das nachts nicht noch ganz schön kalt hier so? In dem Ding hier so alleine? Es ist nichts für Sie. Es ist ein Abend wie seit. Pfui, hier sind ja Ameisen. Nein, nein, Sie müssen sich irren. Ameisen schlafen doch nachts. Aber Mücken, wa? Wenn die Mücken Sie quälen, nehmen Sie doch meine Jacke. Vielleicht ist Ihnen auch kalt. Wann denn nicht so mal, wo mein Kleid zerknittert dann? Es ist ein Abend wie Seide. Bitte? Ich meine so sanft. Ja.
Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht kleine Mädchen verführen? Ich studiere. Medizin? Ja, das heißt nicht direkt. Und welches Seemesser, wenn man fragen darf? Wie bitte? Mann, welches Lehrjahr oder wie das heißt? Ach, das letzte, fast das letzte Semester. Und dann schon eine Stellung? Alles klar. Und? 800 für den Anfang. Auf die Hand. Was denn sonst? Und das kann sich schnell ändern. In einem Jahr kann er schon das Doppelte sein. Bei den Perspektiven. Du bist gar kein kleiner Dummer, nicht? Sehr schön. Wunderschön. Eine Erinnerung fürs Leben. Herzlichen Glückwunsch. Und steif stehen. Danke. Nein, nein. Zurück, zurück. Zwei Schritte. Ja, noch mehr. Gehen Sie die Stufen hoch. Bitte ganz bis oben hin. Ja, so ist es mir lieb. Nanu, ja, was ist denn los? Ach, nur junger Mann, nun küssen Sie doch die kleine Frau. Jetzt wird's doch noch gehen. So. Ja, bitte. Na los, was ist denn los? Ja, so ist es schön. Ja, stopp. Tja, wir sind zwar knapp mit Betten, aber ein Wort und ich behalte dich noch eine Woche oder zwei. Schönen Dank, Herr Professor, für alles. Na schön. Wiedersehen. Nein, eben nicht auf Wiedersehen. Versteh doch mal, ich will dich hier nicht wiedersehen. Hör mal, das ging beim ersten Mal noch und das ging diesmal noch gut. Bloß frag mich nicht, was wir alles mit dir angestellt haben. Du bist einfach nicht eingerichtet für ein Dutzend Kinder. Begreif das endlich. Jedenfalls beim dritten Mal, da kommst du nicht durch. Das steht fest. Also, fang endlich mal an dich selbst zu denken und lass dir nicht nur die Pillen verschreiben, sondern nimm sie auch. Bestimmt. Ich tue alles, was Sie wollen, Herr Professor. Na schön. Naja. Nochmal schönen Dank für alles. Wiedersehen. Naja, mach's gut, Paula. Frau Paula! Sie sehen blendend aus. Ja, aber nie wieder. Wenn das keine Schönheit ist, gratuliere. Ganz die Mama. Schon, Paula? Was ist es denn? Ein Junge? Verschwinde. Verschwinde, eh was passiert. Glotz mich nicht so an! Raus! Aber Paula, das kannst du nicht machen mit mir. Denk doch mal an unsere schöne Zeit.
Du weißt, meine Konstitution ist nicht die beste. Ja, aber dazu reicht sie mit Medaillengraben, warst du? Hau ab, sag ich dir, du Ferkel! Du blondes Ferkel! Während ich bald aufgehe, was? Da treibst du's mit anderen Weibern! Hau ab und lass dich hier nicht wieder blicken! Du hier deine Scheißklammern! Paula! Du Mist! Oh, Paula, lass mich damit das Kind noch mal sehen! Du! Du! Wo ist der Junge? Schläft. Ruhe! Lass ihn doch gleich scheinen. Ich kann dir doch was zu essen machen. Ich hab das ja nicht gewollt mit dem Kerl. Willst du einen Kaffee? Das war Schicksal. Ich habe nicht gegen angekonnt. Drei Jahre haben wir. Und immer nur das bisschen Urlaub. Ich habe es nicht geschafft. Von drei Jahren war nie die Rede. Überhaupt nicht von Armee. Ich habe mich gesehen, Paul. Schweig endlich! Reg dir nicht auf, Paul. War er öfter hier? Nein, nie. Wie lange kennst du ihn? Aber Paul, überhaupt nicht. Mensch, was heißt denn das? Ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Aber Paul. Den alten Plunder verkaufen wir. Oder wir schmeißen ihn einfach weg. Alles wird neu, Ines, die ganze Wohnung. Du wirst staunen. Auch die Küche und das olle Bad? Na klar, alles. Und ausgehen werden wir. Tanzen. Man muss rauskommen. Und im Sommer fahren wir an den Müggelsee. Baden oder so.
Und ins Theater. Hör viel ins Theater. Dafür habe ich nichts anzuziehen. Dann kaufen wir was. Was dir gefällt, kaufen wir. Du wirst staunen, Ines. Ich werde ranklotzen und wie. Und auf den Jungen freue ich mich. Wenn er größer ist, soll er Sportler werden. Leistungssportler. Das ist gut für den Charakter. Jetzt fängt alles erst richtig an. Aufmachen, 10 nach 18 hier. Hier ist ja was los. Das darf doch nicht wahr sein hier. Verdammt nochmal. Schön, Puppe. Halte Klappe. Mach doch mal endlich auf hier. Ja. Ich gehe überhaupt nicht mehr an. Nur gestern erst gekauft. 3 Stück, das macht genau 90 Pfennig hier. Hier. Der nächste, bitte. Mama, Platz. Die nimmt man der Brownie ab. Was ist denn los? Die nimmt man der Brownie nee. Ab. Die habe ich gestern. Gestern erst gekauft. 4. Nee, das ist doch nicht gut. 6. Mensch, die Leute sollen so bescheißen hier. 7. Da.
Ach, Schwiegermutter. Entschuldige bitte. Warum ist der Junge nicht unten? Kauf's ihm ja keinen Roller. Und der im Keller? Das olle Schabrack. Wart mein Kleiner. Komm, Michael, wir gehen noch ein bisschen runter. Lass doch, schad doch nicht. War mein Kleiner? Komm her, Junge. Siehst du da? Das ist noch ein richtiges Showgeschäft. Was ist denn das? Ein Showgeschäft? Nach Autobahn, Kausels, Schießbuden. Komm auf die Schaukel, Luise! Hereinspazieren, Herrschaften! Renn ins Vergnügen! Wer will noch mal? Ich! Wer hat noch nicht? Ich! Opa hat auch mal ein Karussell. Vier Karussells und eine Geisterbahn. Ach, wenn Opa das heute noch hätte, könntest du jeden Tag Karussell fahren. Ja, hurra! Wär schön, mein Kleiner, wa? Geht nicht, mein Süßerchen. Opi hat kein Karussell mehr. Böse Menschen haben sie ihm weggenommen. Jawohl, wegen Steuerhinterziehung und Betrug. Sag, hörst du mein Vater, ja? Mensch, halt's Maul, dumme Gans! Paul, wie du uns behandelst, bitte sehr. Aber ich muss mich doch sehr wundern, in welchem Ton du mit deiner Frau sprichst. Um 9 ins Bett. Muss da noch was anderes geben? Als schlafen, arbeiten und wieder schlafen und arbeiten. Und das mit 23 Lenz. Bloß nicht so tun täten, als ging's nicht ohne das. Komm doch auch ganz gut ohne aus. Dabei könnte ich den Reifen fritzen haben. Da steht doch Gewehr bei Fuß. Ein Wort und ich hab ihn. Mit Standesamt und Kirchenglocken. Keiner schüttet mir mehr die Kohlen vor der Haustür. Meine Kinder hätten endlich einen Vater. Das ist noch ganz flott soweit. Ansonsten habe ich meine Ruhe. Aus, fertig. Aber ein bisschen lasse ich noch zappeln. Und dann. Im Arm, im Arm. Kirchenglocken. Aber vorher.
vorher, da mache ich noch ein Fass auf. Und kein kleines. Kein kleines. Ich weiß auch schon, wo. Und zwar gleich. Viel Vergnügen, Bruder. Gratuliere.
das Wort, das mir zu leise erschien. Manchmal begreif ich dieses Jahr. So soll er mal aussehen. Hm. Schick. Also Sie können die Kinder natürlich nicht länger allein lassen. Bitte? Ich meine, die Kinder, sie werden wach und keiner ist da? Geht denn das? Geht alles. Ah, ah, siehst du? Ich bin völlig verrückt. Was ist das? Das ist normal. Du kennst das? Mhm. Kann das lange dauern? Kaum. Und woran merkt man, wann Schluss ist? Das merkt man dann schon. Wir wollen Folgendes machen. Wir lassen es dauern, solange es dauert. Wir machen nichts dagegen und nichts dafür. Wir fragen uns nicht allerlei blödes Zeug. Nur die Namen. Ich bin Paula. Paul. Nee, ich muss gehen. Meine Kinder schreien, haben Hunger. Aua! Oh, meine ganze rechte Seite, die ist wie tot. Sie pennt noch. Also dann tschüss. Tschüss.
Danke, Herr Saft. Danke. Aber bei dem Wetter. Aber heute Abend bleib's doch. Die Vögel werden singen, die Glocken werden klingen, die Enten werden quatschen, die Gänse werden quatschen, der Kuh wird schreien. Ist dir was? Nö, ja. Ist dir nicht gut? Ja, was ist denn? Du hast einen Schwipser, ehrlich. Quatsch, so von mir. Paula, sieh mich doch mal an. Kriegst du wieder ein Kind? Quatsch, von wem denn? Wenn du wüsstest, was mir vorhin passiert ist. Vergiss es nicht, drin ist die Hölle los. Mensch, was war denn? Na, nichts. Du gehst ja doch nicht an die Kasse. Wir schaffen es einfach nicht. Gut, auf eure Verantwortung. Mach dir keine Gedanken, wenn ich heule, ist immer alles in Ordnung. Ich dachte bloß, es ist schon aus. Eine Frau ist natürlich sehr schön. So schön wär ich nie. Ich verstehe bloß nicht, warum du dann so warst, als ob du ewig und 3 Jahre keine Frau mehr gesehen hast. Entschuldige. Ich frage nicht mehr. Meine Frau und ich, wir sind schon... Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich meine Frau... Wenn sie von uns erfährt, dann... Aber jetzt ist der Junge da und... Sie lauert ja nur auf einen Grund, um sich von... Ich kann mir keine Scheidungsgeschichte leisten in meiner Funktion. Es gibt da zwar keine Dienstvorschrift, aber es ist so. Sie sagen ja glatt, erzieh sie, verstehst du?
Mich. Mich auch, ja. Was ist denn? Ich dachte, es tut weh. Aber Paul, ach Paul, wenn du wüsstest, was ich aushalten kann. Und was ich noch nachzuholen habe. Du, wir können ja auch durch den Hintereingang zu mir. Hm? Gute Musik, in den Klamotten. Auf deine Verantwortung. Ich schlafe ein, unfehlbar. Es regnet sowieso gleich. Tanzen, das wäre noch was. Nein, nein, nein. Thank you.
Schon gut. Ausgang zu Ende. Paula, sieh mal, es geht um den Jungen. Ich kann ihn nicht allein lassen. Bei diesen Leuten. Außerdem, ich mag ihn sehr. Bis morgen. Morgen geht nicht. Doch, komm. Morgen nicht. Du kommst. Ich kann nur abends zwischen, wenn der Junge schläft, 10:30. Und morgen überhaupt nicht. Tschüss, Paula. Paula. Du kommst. Und wie du kommst, Paul. Wusstest du es denn nicht? Ich kann doch hexen. Pass auf. Jetzt kannst du gehen. Schnell. Schön, dass du da bist. Wer nie sein Brot zum Besser aß, weiß nicht, wie Krümel pieken. Das sagte mein Großvater immer. Der? Der. Seebär, ja. See. Flussschiffer war er. Unsere ganze Familie waren Flussschiffer. Flussschiffer? Flussbär? Nur komm, ich bin auf der Elbe geboren, auf der Paula. 600 Tonnen. Hm. Na, jedenfalls beinahe. Aber 600 Tonnen, das stimmt. Und Paula hieß sie auch. Alle Schiffe und alle Weiber in unserer Familie hießen Paula. Und jetzt? Aus. Keine Männer mehr in der Familie, nur noch Mädchen. Und dein Vater? Nie gesehen. Paul, lass uns einen Kahn kaufen, es gibt noch welche. Wo hast denn das alles her? Hm? Ich bin an der Quelle. Heiß, oder? Du weißt eigentlich, warum ich dich so viel lieber sehe als im Hemd. Weil du so schön griffig bist. Mach mal die Augen. Moment. Aber kein Mostrich, du. Ich bin ja wohl nicht scharf genug. Das hast du gesagt. Thank you.
Ist was? Sind wir allein, Paula? Völlig. Die Kinder schlafen. Und die Musiker da? Welche... Ach, die. Die sind doch nicht. Ach so. Was war denn das für ein Zeug? Der Schnaps? Kennst du nicht? Öhrenschnaps. Aber das war nicht der Schnaps. Zum Beispiel. Bist du jetzt gleich bei mir? Und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Moos allein. Mensch, wir fahren ja. Ist doch schön. Wir fahren. Das habe ich mir immer gewünscht. Mit dem Bett unterwegs. Und lass deinen Drachen steigen. Hey, hey, deinen Drachen. Hey, 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 geh zu ihr. Hey, hey, deinen Drachen. Hey, 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 geh doch zu ihr. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Das ist Paul. Und einen Sohn habe ich auch. Du lebst ja nicht vom Moos allein. Das ist Porno! Guck doch weg! Hey, 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 geh doch zu ihr! Wir müssen umkehren, Paula. Weißt du, dass ich zum ersten Mal überhaupt nicht mehr umkehren möchte, Paul? Rot ist die Farbe der Liebe. Aus meinem alten Schlager, kennst du den? Du kannst mir mal erklären, was eine Ungleichung ist. Frag mich doch neulich die Große. Denkst du, ich hab's gewusst? Das habe ich doch nie gehabt. Eins gleich zwei. Ach, das ist doch Unsinn. Eins ist kleiner als zwei. Das ist eine Ungleichung. Das weiß ja jeder. Ich bin größer als du. Das sehen doch alle. Du bist anders als ich. Na Gott sei Dank. Was wollten wir sonst miteinander anfangen? Sei doch mal ernst. Ungleichung. Ich bin das ernst. Ich bin sehr ernst. Paul ist anders als Paula. Besonders an bestimmten Stellen. Komm her, Paul. Komm, schnell. Ich bin so allein. Völlig allein. Komm, lass mich nicht allein. Mehr. Mehr. Nicht loslassen! Yeah.
weiß. Ja, was macht ihr denn hier? Marsch, raus! Das ist der Herr Paul, der hat seine Hausschlüssel vergessen und da hat er bei uns übernachtet. Tja, das war sehr nett von Ihnen. Dann werde ich mal jetzt gehen. Das ist Michael, sein Vater von gegenüber, der immer solche Ausdrücke sagt. Ja, ja. Wo ist mein Stiefel? Wo ist mein Stiefel, verdammt! Ich weiß nicht, irgendwo. Was machst du eigentlich beruflich? Persönlicher Referent. Kannst gehen, die Luft ist rein. Wann? Morgen? Ich weiß doch nicht. Gut, gut. Wie du willst. Ich bin da. Ja, 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 ja. Tschüss, Paula. Glass for you. Please. Yes, yes. Wahnsinnig. Wenn du nicht kommst. Du siehst ja, ich habe alle Hände voll zu tun. Guten Abend. Was denkst du, was wir gerackert haben, um den Vertrag unter Dach und Fach zu kriegen?
Wir brauchen die Devisen. Außerdem mache ich einen Suaheli-Lehrgang. Intensivlehrer. Einer von uns muss in 3 Monaten die Sprache können. Es macht sich notwendig. Tanzt du mit mir? Ich bin noch im Dienst. Kommst du mal mit raus? Ja. Geh schon vor. Ist doch ganz nett hier, was? Es ist vorbei, ja? Ach, Ivo. Das dauert noch eine ganze Weile hier oben. Du hast recht. Ich bin vielleicht zu. Ja, du bist zu. Was du willst, geht doch nicht. Mensch, was will ich denn schon? Alles oder nichts willst du. Na und? Hör mal, es gibt Verpflichtungen, denen muss man nachkommen. Keiner kann immer nur das tun, was er will. Vorläufig jedenfalls ist das so. Aber einfach glücklich sein. Aber nicht auf Kosten anderer. Und wenn doch! Entschuldige. Sehen wir uns noch? Aber natürlich. Wir können doch Freunde bleiben. Wann gehen wir endlich in den Tierpark, Mama? Was ist? Du hast doch gesagt, dass wir in den Tierpark gehen. Ich hab zu tun, ja? Das siehst du doch, dass ich zu tun hab! Wenn du fertig bist, dann? Es könnte ja nicht einmal ruhig sein. Aber nein, keine Rücksicht. Immer nur hier. Es kann doch einer mal krank sein. Sehr krank vielleicht! Mein Gott, ist ja schon gut. Geht ins Kino, das fängt gleich an. Dann gehen wir nächstens an den Tierpark reden. Sie arbeitet, sagt nichts. Hat sie geweint? Ich glaube, sie denkt, sie ist schuld, dass... Das ist doch Unsinn. Was kann sie denn dafür? Entschuldigen Sie bitte, kann ich bitte durch? Hast du ihr das nicht gesagt? Ich habe alles gesagt. Was würdest du denn machen, wenn du... Ich würde mich umbringen. Wenn das überhaupt noch einen Sinn hätte. Was für einen Sinn denn? Hallo, Feuerwehrmeister! Was ist denn los mit dir?
Paula. Komm nicht mehr, Paul. Mach's gut. Warte doch mal, Paula, ich sehe dich ja nicht. Du hattest recht, Paul. Was ich will, geht nicht. Es muss alles so kommen. Paula, bist du denn? Bist du denn? Halt doch die Dinge mal auseinander! Paula! Paula, mach doch auf! Das ist doch Aberglaube! Was macht's Leben, Paula? Schmerzt das Kind. Alles normal? Nichts im Kommen? Na und, wird es so bleiben? Ich denke schon. Na, immer an die kleinen grünen Perlen denken. Das sind für dich die kostbarsten Perlen der Welt. Ach, so wichtig sind die Perlen bald nicht mehr für mich. Warum? Ich werde wohl heiraten. Na und? Dann doch erst recht. Er ist schon älter, wissen Sie? Reifensaft! Prost, altes Haus, wie geht's dir? Ja, ich höre. Was höre ich? Gürtelreifen? Ich weiß gar nicht, was das ist. Nie gesehen. Auch noch 5 Stück. Im Ernst, es ist nicht drin. Ich hab da selbst keine. Aber mal was anderes, Horst. Ich brauch 2 Mischbatterien. Finische. Red nicht, du hast. Ich hab keine. Na, jedenfalls keine 5 Stück. Ja, na gut. Eine nutzt mir nichts. Bad und Küche. Schön. 5 Stück, meine eigenen. Aber mach keine Reklame damit. So sieht's aus. Was soll's sein? Keine Zeit zum Renovieren oder Anbauen. Die laufen mir Tag für Tag die Bude ein. Und dann, wenn man jemand hätte, den man's hinterlassen könnte. Ich meine, ein Kind. Auch ein Mädchen. Warum nicht? Vorsicht! Was glauben Sie, wie viele Jungs heute noch in eine eigene Werkstatt einheiraten möchten? Und dann im Vertrauen, es kommt noch was zusammen. Bloß die Steuern und keine Leute. Keine Leute. Tja, das war's, Frau Paula. Hat mich riesig gefreut. Und für Sie war es vielleicht mal was anderes. Wenn irgendetwas ist, ein Wink genügt. Ich schaffe alles ran. Ja. Man muss ihm vor die richtige Schmiede gehen. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, Birgit. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Kind. Wiedersehen. Komm. Paula, mach doch auf! Ich weiß doch, dass du hinter der Tür stehst. Also gut reden wir so. Hörst du mich? Also gut reden wir so. Hörst du mich? Was hält dir kein Mensch aus, geschweige denn ein Tier? Bitte sag mir, was ich tun soll, damit du mit mir redest. Und dann noch diese Reifenfritze. Was soll denn das? Der Mann, der kann ja dein Vater sein. Dein Opa, Paula! Mach dir doch nichts vor, Paula. Ich kenne dich doch. Du gehst doch ein bei dem Mann. Der kann doch nicht mehr! Mensch, Paula, es geht doch hier nicht um mich! Doch, Paula. Es geht um mich. Ich liebe dich.
Lass uns reden, Paula. Was du dir da zurechtmachst, ist völliger Unsinn. Sag doch was. Kommen Sie doch zu mir, ich bin arbeitslos. Ich habe Pfeffer und Salz vergessen. Wo finde ich denn das? Ich habe vernünftig gefragt, wo ich Pfeffer und Salz finde. Warum kann ich darauf keine vernünftige Antwort bekommen? Frau Paula, ich bin's. Saft. Morgen, Paulachen. Also, Frau Paula, kurz und knapp. Ich bin kein Mann mit vielen Worten. Ich möchte eine Fahrt machen auf meine Datsche. Tja, eigentlich ist das nur eine Laube. Aber ich dachte, es könnte für Sie was bedeuten. Ich werde damit Baden fahren. Natürlich ohne. Ich kenne eine schöne Stelle. Erst mit der S-Bahn, halbe Stunde Fußmarsch. Frau Paula, ich bin ein einfacher Mann, 8. Klasse, selbst hochgearbeitet. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Sie müssen vergessen, auch den Ekel vor Autos. Das Leben geht weiter. Glauben Sie mir. Gut. Ja, bloß wir sind noch nicht so weit. Kommen Sie doch rein, den Moment. Wohnzimmer, ja? Ja. Was ist denn das für ein Ding, Mama? Das ist ein Kamin. Da packst du Holz rein und dann brennt's. Sehr gemütlich. Bitte. Mensch, und alles da. Komm, wir bleiben hier. Als Schlafzimmer. Eigentlich wollte ich das Ihnen überlassen. Tja. Es ist so, ich habe bei der ganzen Bauerei immer nur an Sie gedacht. Kinder habe ich keine. Überhaupt keinen anderen. Die Bude kann ich jeden Tag zumachen. Gesund wäre ich soweit. Man hat eben so Vorstellungen. Wir hätten noch alle Hand vom Leben. Im Herbst wäre alles fertig. Ach, noch im Sommer. Und dann sollte der Swimmingpool rankommen. Mit Rutschbahn. Aber das ist doch nie nötig. Eigentlich nicht. Ist der aber. Sieht so nach Angabe aus. Ich sah seinerzeit auch nicht schlecht aus beim Tennis. Hätten Sie mich sehen sollen.
Glaub's ihm. Was ich noch sagen wollte, Frau Paula. Stört Sie doch nicht, dass ich Frau Paula sage. Nein. Zu einer Frau wie Sie kann man unmöglich Fräulein sagen. Und dann kennen wir uns ja nicht erst seit heute. Ich wollte sagen, duzen wir uns doch. Hm? Mama, ich kann kommen! Du lern erst mal schwimmen. Er springt Schwimmball. Ja? Kann schon sein. Hast du mal was zum Kämmen für sie? Oh, natürlich, hier hast du. Komm. Komm, Birgit. Das spricht doch Bände hier. Paul, hättest du doch was gesagt. Jetzt hast du eine geschlagene Woche gefehlt. Unentschuldigt. In deiner Position. Hättest du bloß ein Wort gesagt, wir hätten das doch gedeichselt. Aber jetzt... Deine Frau war nicht sehr fein, wie du mit ihr umgesprungen bist. Und dem Jungen. Hm? Schön, du kannst sagen, sie hat keine Bildung. Ist hinter dir zurückgeblieben. Aber an wem liegt denn das? Beeil dich bitte. Ich muss mich noch rasieren. Neues Hemd muss ich mir auch noch anziehen. Tja, das hättest du dir früher überlegen müssen. Wir haben Anweisungen, dich sofort zu bringen. Armer Paul. Arme Paula. Aber Paul... Das ist doch nicht nötig. Wirklich nicht, Paul. Hallo, Papa. Guck mal. Aber deins ist besser. Klar, weil es rot ist. Die Roten sind schneller. Du brauchst sie doch nicht umzuziehen. Du bist sehr schön, Ines. Komm. Wusstest du denn, dass ich komme? Ich, ja. Sie haben angerufen. Dein Kollege, der hier war, der hat gesagt, dass du wiederkommst. Wie schön.
Ich bin dir eine Erklärung schuldig, Ines. Nicht nötig, Paul. Doch. Wir haben alle unsere Schwächen. Eben. Und die muss man verzeihen. Aber Paul? Trinken wir auf deine Schönheit, Ines. Aber Paul. Prost. Na, mein kleiner dummer Du. Komm. Das machen wir ganz anders. Ganz anders. Ganz anders. Kollegen, Sportsfreunde. Macht's gut. Wäre ein Beilchen da oder eine Axt, gute Frau? Besser eine Axt. Ja, eine Axt, doch. Die muss ich haben. Wunderschön. Augenblick mal, bitte. Augenblick, ja. Hier ist die Axt, junger Mann. Paula, ich komme! Paula, jetzt komme ich! Nein!
Na, Paula, erzähl mal, was macht dein älterer Herr? Was soll er machen? Reifen, wie immer. Und sonst? Keine Ahnung. Ja, ich verstehe überhaupt nichts. Ich hab doch jetzt Paul. Ach, nee. Paul, das ist Paul und Paula. Na ja, dann ist ja alles gut. Es ist auch. Ich krieg ein Kind von Paul. Im wievielten? Im dritten. Trotz Pillen? Die Pille, ich will sie haben. Paula, ich weiß doch, was in dir vorgeht. Du denkst an dem Unfall von deinem Jungen, bist du schuld. Nee, da denke ich nicht mehr. Dann, weil du denkst, du liebst deinen Paul und er dich. Das denke ich nicht nur. Nun ja, nun gut. Dann sei froh. Du bist doch kein Kind mehr, Paula. Es gibt eben Dinge, die nicht gehen. Du kannst nicht alles haben. Wenn du was von Philosophie verstehen würdest, dann würde ich jetzt sagen, Ideal und Wirklichkeit gehen nie übereinander. Ein Rest bleibt immer. Was denn da soll ich von dem einzigen Mann, den es überhaupt für mich gibt, kein Kind haben? Paula, ein drittes Kind überstehst du nicht. Gibt es keine Chance für mich? Nicht die geringste? Nicht so viel? Tja, das kann man so nicht sagen. Gut. Dann krieg ich's. Paula hat die Geburt des Kindes nicht überlebt. Ihre Liebe war stark wie der Tod. Und er hat ein Übels getan. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Weckt sie nicht, bis sie selber sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt.